Ich muss dabei relativ zeitlos bleiben. Es darf nicht etwas sein, das nach ein paar Jahren nicht mehr aktuell sein könnte. Keine Baggy-Hosen, keine Slimfits. Welche Farben sind wohl gerade in? Wobei das eigentlich egal ist. Ich bin ja keine Modeschöpferin. Ich muss ja nichts erfinden, sondern einfach aus meinem Gedächtnis herausarbeiten. Aber wenn ich schon dabei bin, möchte ich auch, dass uns unsere Outfits stehen. Ich schüttelte den Kopf. Es war doch vollkommen egal, ob sie uns stehen würden. Ich musste meine Gedanken sammeln, Prioritäten setzen. Vor allem brauchten wir praktische Outfits. Wenn ich Huang Chu ein Etui-Kleid verpasse, wird es sicher Probleme geben. Halten wir es einfach. So einfach wie möglich. Jeans, T-Shirt, Pulli. Schlimmstenfalls können wir immer noch dort einkaufen gehen, wenn es wirklich nicht hinhaut. Eine Runde Shopping mit Huang Chu und den Jungs. Das will ich sehen. Nein, warte. Wir gehen doch nicht auf eine Vergnügungsreise bei Kyria. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich weiß nicht, wie ich es angehen soll. Ich frage mich, ob ich nicht gerade etwas in Panik gerate. Angst vor dem leeren Blatt oder so? Oh, hör auf. Denk an was anderes. Finde einen Angriffspunkt. Einen Ansatz. Du musst nur anfangen. Zeichne etwas. Irgendetwas. Egal was. Lass dich von deinem Bauchgefühl leiten. Leg los. Ich ließ meinen Blick über die Stifte, Pinsel und Farben wandern. Ich nahm den dunkelsten Stift in die Hand. Einen simplen Bleistift aus Holz. Er war nicht besonders. Anders als die Pinsel mit ihren fein verzierten Stielen. Ich spielte mit dem Stift herum. Hier soll die Magie geschehen. Ich versuche erst gar nicht, Lenz zu zeichnen. Es würde ihm bestimmt nicht gerecht werden. Oh nein. Konzentrier dich auf das Wesentliche. Ein Kopf, die Umrisse eines Körpers. Das reicht schon. Ich atmete tief ein und setzte die Miene aufs Papier. Ich fing an zu zeichnen und versuchte nicht zu viel nachzudenken. Überrascht merkte ich, dass ich meine Gewohnheiten schnell wiederfand. Nach ein paar vermasselten, zusammengeknüllten und weggeworfenen Skizzen entspannte ich mich endlich. Ich war so in meine Tätigkeit vertieft, dass ich mir keine Gedanken mehr machte. Von meinen störenden Gedanken befreit, ließ ich die Miene einfach über das Papier gleiten. Umrisse entstanden, und ich ließ meiner Fantasie freien Lauf, um sie einzukleiden. Als Periri mit einer heißen Tasse Tee zurückkam, bemerkte ich sie kaum. Sie stellte die Tasse auf der Arbeitsfläche neben mir ab, bevor sie sich über meine Skizzen beugte. Glückwunsch! Du bist wesentlich begabter, als ich dachte. Ich werde das mal als Kompliment auffassen. Du hast dich wirklich unter Wert verkauft, als du sagtest, du seist nicht schlecht. Das ist ein Fehler, wenn du mich fragst. Aber das ist ein anderes Thema. Sieht aus, als hättest du schnell wieder hineingefunden. Das habe ich mir schon gedacht. Solche Dinge vergisst man einfach nie. Sieht so aus. Es ist fast wie Fahrradfahren. Wie bitte, Schätzchen? Wie was? Ach nichts, das ist eine Redewendung von der Erde. Für Reflexe, die man nie vergisst. Wie du meinst. Gut, deine Zeichnungen sollten mir reichen, um mit meiner Arbeit zu beginnen. Auch wenn der irdische Stil nicht so... Also, wenn die Umstände es nicht verlangen würden... Sagen wir mal, ich werde es wohl bei diesen 6 Outfits belassen. Sag mal, dieser sehr einfachen geraden Hosen mit Taschen. Davon hast du mehrere gezeichnet. Halten das viele Menschen für tragbar? Ja, die tragen fast alle. Man nennt sie Jeans. Was ist das? Eine Art Uniform, die man sich zwingt zu tragen? Nein, sie sind beständig, praktisch, klassisch, passend zu allem, kommen nie aus der Mode. Periri machte den Eindruck, als würde sie an einem Fellknäuel ersticken. Beim Orakel,
ich finde sie wirklich scheußlich. Ein Kleidungsstück, das immer in ist, ist schon mal ein schlechtes Kleidungsstück. Und ein Kleidungsstück, das zu allem passt. Oh, was soll das denn bitte? Das ist, damit man sich nicht zu viele Fragen stellen muss, wenn man sich anzieht. Die Stylistin ist kurz davor, in Ohnmacht zu fallen. Ich mache mich ganz klein. Aber das hat nichts mit dem zu tun, das du machst. Das ist keine Haute Couture. Das ist etwas ganz Einfaches, das es in mehreren Varianten geben kann. Es ist wirklich etwas für den Alltag. Damit kann man alles machen. Ich glaube, ich halte besser den Mund. Je mehr ich sage, desto schlimmer wird es. Etwas für den Alltag. Etwas für jeden Anlass. Ein Outfit, mit dem man alles machen kann. Wo gibt's denn sowas? Und ich quäle mich bis aufs Blut, um euch für jede Gelegenheit ein passendes Outfit zu schneidern. Die Arme. Sie ist vollkommen überwältigt von dem, was ich ihr sage. Mein armes Schätzchen. Du bist bei Barbaren groß geworden. Du musst so gelitten haben. Ja, also Jeanshosen, das ist schon eine große Folter. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Tue ich ihr etwa leid? Jetzt verstehe ich, warum du immer herumläufst wie eine Bettlerin. Man hat dich gezwungen, Kleider als Nutzgegenstände zu sehen, statt als Kunstwerke. Periri trat auf mich zu und nahm mich in die Arme. Ich blieb regungslos. Das war vollkommen unerwartet. Sie bedauert mich aufrichtig, aber ist zugleich extrem kränkend. Ich reagiere lieber gar nicht. Das Ganze ist mir sehr unangenehm. Die Periko fing sich schließlich wieder und wischte sich mit ihrer Boa eine Träne von der Wange. Oh, komm, Periri, übertreib's nicht. Naja, ich sollte nicht über die Gebräuche anderer Kulturen richten. Ich muss zugeben, ein Teil von mir war von ihrer Frechheit. I mean, fresh ist sie auch, aber von ihrer Frechheit beeindruckt. Ich muss ja nur ihre traditionellen Kleider nachahmen. Dann sag mir doch bitte noch etwas mehr über diese Jeans. Aus was für einem Stoff sind sie? Ich konnte mir eine Grimasse nicht verkneifen. Die Antwort würde ihr sicher nicht gefallen. Sie bestehen aus Denim, einem eher robusten, dicken Stoff. Ich seufzte. Ich wusste genau, wie ich ihr diesen Stoff am einfachsten beschreiben konnte. Der Legende nach wurden sie zuerst aus Zelten hergestellt. Periri kniff die Augen zusammen. Sie wurden zu klitzekleinen Schlitzen. Interessant. Ein rauer Stoff, der von seinem Zweck entfremdet wurde. Daraus macht man Kleider und verkauft sie den barbaren Stämmen der Erde. Schon wieder trifft mich ihre Reaktion unerwartet. Ich weiß wirklich nie, was ich bei ihr zu erwarten habe. Sehr seltsam. Allerdings habe ich nicht vor, mich noch länger als Barbaren bezeichnen zu lassen. Naja, sie ist halt wie die alten Griechen. Sie ist mehr eine Athenerin und alles, was nicht Griechisch spricht, ist halt ein Barbar. Als Beispiel, sie ist mehr eine Athenerin und wir sind eher ein Spartiat. Einfach. Diese Herausforderung wächst mit jedem Satz, der aus deinem Mund kommt, Schätzchen. Aus Zeltstoff Infiltrationsoutfits herzustellen? Sowas machen wir bestimmt zum allerersten Mal. Ich muss zugeben, ich hoffe auch zum letzten Mal. Ich gehe mal zur Verwaltung. Die haben bestimmt etwas Zeltstoff. Sollte ich noch etwas über diese Jeans wissen? Ja, sie sind meistens blau. Man nennt sie sogar Blue Jeans. Natürlich, natürlich.
immer dieselbe Farbe? Ist es ein bestimmtes Blau? Ultramarin? Indigo? Nein, es kann irgendein Blau sein. Jetzt, wo ich es sage, wird mir bewusst, wie absurd das ist. Es gibt sie in allen Farben. Aber meistens sind sie blau. Ich weiß nicht warum, aber so ist es. Sehr gut. Ich werde sehen, was ich tun kann. Gut, und diese anderen Kleider? Was ist das da zum Beispiel? Den ganzen Nachmittag lang zeigte ich Periri verschiedene irdische Kleidungsstücke. Sie stellte viele Fragen, die ich so gut ich konnte beantwortete. Sie bat mich, ihr noch andere Dinge zu zeichnen, ihr weitere Vorschläge zu machen. Ich gab mein Bestes, ihr alles Mögliche vorzustellen. Sie machte mir mehrfach Komplimente für mein Talent als Zeichnerin. Ich war selbst überrascht, wie leicht ich verschiedenste Outfits skizzierte. Ich hatte schon so lange nicht mehr gezeichnet. Dafür war ich viel zu beschäftigt gewesen. Es bereitete mir große Freude, es mal wieder zu tun. Es war fast so befriedigend wie die Erforschung meiner Kräfte. Die verschiedenen Formen auf dem Papier entstehen zu lassen, hatte auch etwas Magisches. Vielleicht könnte ich ja auch versuchen, mit Hilfe meiner Kräfte zu zeichnen. Leifton hatte mir gezeigt, dass ich sie ganz gezielt einsetzen konnte. Das könnte sogar eine sehr gute Übung sein. Ich nahm mir vor, es zu versuchen, sobald ich etwas Zeit hätte. Über den vielen Skizzen und Unterhaltungen verging der Nachmittag sehr schnell. Periri war so freundlich, mich zum Essen einzuladen. Wir aßen zusammen im Atelier. Was denn? Viskas oder Felix? Durch die Öffnung im Dach konnte ich die Sterne sehen. Unter ihrem Licht wirkten manche Kreationen der Periko plötzlich ganz anders. Bisher unsichtbare Motive erschienen und verliehen den Kleidern einen besonderen Glanz. Die Schneiderin erklärte mir, sie verwende dafür einen bestimmten Stoff, der im Sternenlicht leuchte. Ich war vollkommen angetan. Es gab noch so vieles, das ich von dieser Welt nicht wusste. Selbst dieser Laden, den ich so oft besucht hatte, barg noch Geheimnisse für mich. Nach dem Abendessen bedankte Periri sich für meine Hilfe und schickte mich ins Bett. Sie empfahl mir, mich gut auszuruhen, da der nächste Tag anstrengend sein würde. Ich würde die Maße meiner Wegbegleiter nehmen müssen. Da freut sie sich bestimmt sehr, wenn sie die Maße von Lance nehmen darf. Und von Lances Lanze. Nein. Währenddessen würde sie die benötigten Materialien besorgen. Sie gab mir ein Maßband mit. Als sie meinen fragenden Blick sah, erklärte sie mir, wie man damit umging. Entschuldigung. Zum Glück musste ja nicht alles perfekt passen. Ich brauchte nur den Schulter- und Hüftumfang sowie die Schulter- und Hüfthöhe. Ja. Die Schuhgröße, den Brust- und Oberschenkelumfang. Ich schrieb mir alles genau auf. Nach all diesen Erklärungen verließ ich die Werkstatt, erstaunt, einen schönen Tag gehabt zu haben. Ich wusste nicht, wie Mathieus Unterricht gelaufen war, aber jeglicher Neid war verschwunden. Zu meiner großen Überraschung hatte ich in Periris Gesellschaft eine wunderbare Zeit verbracht. Ihre grenzenlose Hingabe zu ihrem Handwerk hatte etwas Rührendes. Als ich ihren Laden verließ, fragte ich mich, ob sie wohl in ihrer Werkstatt schlief. Wie dem auch sei, ich sollte nun in mein Zimmer zurückkehren. Ich habe allerdings kein Katzenkörbchen gesehen. Ich zog mich schnell an und glitt unter die Decke. Leider allein. Bambi schlief bereits im Bett. Als ich ankam, hat er sich kurz gestreckt und dann weitergeschlafen. Ich habe ihn kurz gestreichelt, woraufhin er schnurrte, aber ohne wirklich wach zu werden. Sein Fell in meiner Hand zu spüren, entspannte mich. Es dauerte nicht lange. Dann schloss ich die Augen. Kurz bevor ich einschlief, dachte ich an Lance. Ich weiß nicht, ob ich eines Tages verstehen werde, was mit mir geschieht. Vielleicht ist es ja auch unwichtig.
Karen hatte mir gesagt, mich auf mein Bauchgefühl zu verlassen. Ich werde lernen, ihm zu vertrauen. Und auch er wird lernen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und wenn das alles vorbei ist, werden wir Zeit haben. Ich wurde von Bambi geweckt, als er seinen Kopf gegen meine Brust drückte. Was? Ja? Ja, Bambi, ich bin ja da. Ich legte die Hand auf seinen Hals, um ihn zu beruhigen. Ja, du bist süß. Du bist schön. Du bist toll. Ich bin jetzt wach. Er setzte sich mit heraushängender Zunge und zur Seite geneigtem Kopf neben mich. Ich blickte kurz nach draußen. Es musste gegen 10 Uhr sein. Später, als ich gehofft hatte. Ich musste mich beeilen. Danke, Bambi. Du bist ein guter Seifhaun. Du bist sogar der Beste. Ich sprang aus dem Bett und zog mich in Windeseile an. Pöriri hat mich gebeten, die Maße von Nevra, Lance, Mathieu, Leifton und Huang Chu zu nehmen. Die gute Nachricht war, dass sie bestimmt alle am selben Ort waren. Sie waren alle bei Mathieus Unterricht, um zu lernen, sich wie Menschen zu verhalten. Gestern haben sie dafür einen Ort abgemacht. Dort muss ich sie suchen. Ich hoffe, sie sind dabei geblieben. Also ab in die Gärten. Hey, ab in die Gärten. Wir nehmen jetzt Maß. Eyo, was geht? Ich ging in den Garten, ohne wirklich zu wissen, was mich erwarten würde. Nevra, Lance, Leifton und Huang Chu saßen artig in einer Reihe im Gras. Sie schien Mathieu aufmerksam zuzuhören. Ihm war das Ganze offensichtlich unangenehm. Das überraschte mich. Mathieu war vor Zuschauern normalerweise ganz und gar nicht schüchtern. Ich hatte ihn schon öfter im Hauptquartier und der Umgebung von Fans umgeben gesehen. Aber das hier war etwas anderes. Ich konnte schon verstehen, dass es ihm schwer fiel. Noch überraschender war, dass andere Wächterinnen und Wächter auch dem Unterricht folgten. Sie bildeten ein kleines Publikum hinter der ersten Reihe mit Leifton und den Anführern der Garden. Ich wusste nicht genau, wozu sie da waren. Wahrscheinlich aus Neugier. Wenn es an der Uni Kurse über Eldaria gäbe, fänden sich bestimmt auch Studenten, die das interessant finden würden. Unter den Zuschauern entdeckte ich ein paar buschige, weiße Schwänze, die mir vertraut waren. Ich ging unauffällig um die Leute herum und winkte Koori zu. Sie stand auf und kam zu mir. Dabei entschuldigte sie sich bei den Studenten, die sie störte. Na, alles gut? Das ist unglaublich. Allein die Vielzahl der verschiedenen Hüte. Echt spannend. Verschiedene Hüte? Was erzählt Mathieu ihnen denn da? Wir mussten etwas beharrlich sein, um mitzuhören. Aber ich bereue nichts. Findest du, unsere Hüte sind wirklich so anders als eure? Aber sicher doch. Das merkst du natürlich nicht. Aber für Außenstehende ist eure Kultur wirklich seltsam. Wenn du das sagst, glaube ich dir. Aber warum folgst du denn diesem Unterricht? Und alle anderen auch? Ich hab's doch gerade gesagt. Es ist spannend. Dürfen wir denn nicht neugierig sein? Ja doch, natürlich. Es überrascht mich bloß. Ich werde leider nicht auf die Erde gehen können, obwohl es wirklich genial zu sein scheint. Ich wäre so gern mit dir und Mathieu gegangen. Von zwei Freunden durch eine vollkommen andere Welt geführt werden. Es hätte mich gefreut, wenn du hättest mitkommen können. Wir hätten dir alles gezeigt. Mit etwas Glück finden wir dazu eine andere Gelegenheit. Ja, dann gehen wir ins Kino und shoppen. Koori schien in Gedanken verloren zu sein. Sie schüttelte den Kopf. Da Huang Chu mitgeht, braucht die Garde mich hier. Wir brauchen jemand auf beiden Seiten des Portals, um es offen zu halten. Im Idealfall hätten wir bereits jemanden auf beiden Seiten, um es zu öffnen. Koori wirkt plötzlich ernst, besorgt, fast sogar ängstlich. Naja, wir werden uns damit begnügen müssen, wie auch immer. Ich hätte mir gern die Erde angesehen, aber das wäre wohl schwierig gewesen. Da Menschen keinen Schwanz haben und ich 7. Ach, den kannst du bestimmt verstecken, unter einem Kleid oder so. Und ein paar Menschen haben Schulschwänze. Was? Meine Ohren hätte ich ja mit einem Hut verstecken können, aber meine Schwänze.
Lass doch den Schwanz einfach verschwinden, Cori. Das ist ganz einfach. Tja, ich kann also nicht mit euch mitkommen. Das ist einfach Schicksal. Da kann man nichts machen. Aber wenn es dich nicht stört, würde ich gern weiter dem Unterricht folgen. Nein, nein, bitte. Mich interessiert er auch. Wir setzen uns hinter die kleine Gruppe, um Mathieu zuzuhören. Also ja, das sind die Tiere der Erde. Hast du jetzt alle Tiere beschrieben, Mathieu? Alle? Zumindest die, die ihr antreffen könntet. Dann wisst ihr, was euch erwartet. Was könnte ich euch noch erzählen? Habe ich euch schon die Fahrzeuge erklärt? Wisst ihr, was ein Fahrzeug ist? Es ist eine Katastrophe. Und er kann nicht einmal etwas dafür. Er konnte keinen Lehrplan vorbereiten. Er muss improvisieren. Er schweift immer wieder ab, versucht dies und das, aber hat keine Ahnung, worauf er eigentlich hinaus will. Das Problem dabei ist, dass sein Publikum dennoch interessiert ist. Von einer anderen Welt zu hören, kann ja nur faszinierend sein, selbst wenn das, wovon er erzählt, für die Mission belanglos ist. Genau vor mir hob jemand die Hand. Mathieu zeigte auf sie. Sind manche dieser Fahrzeuge aus Holz? Ja, manche. Vor allem die, die auf dem Wasser fahren. Er lässt sich auf sämtliche Themen ein. Er hat seine Klasse nicht im Griff und antwortet auf alle Fragen. Das erklärt bestimmt, warum er alle möglichen Hüte aufgezählt hat. In manchen Ländern Europas gibt es auch noch Gondeln. Wie erkläre ich das am besten? Das sind kleine Boote, mit denen man durch Kanäle fährt. Mathieus Blick traf meinen. Er wirkte vollkommen verloren. Seine Augen scheinen nach Hilfe zu rufen. Ich muss ihm unter die Arme greifen. Vielleicht sollte ich ihm helfen. Andererseits ist das ziemlich lustig. Ich verstehe Nummer zwei. Ich verstehe Nummer zwei sehr gut. Alles klar. Die meisten wollen ihm helfen, also tun wir das auch. Ich stand auf. Er unterbrach sich und sah mich starr an. Die anderen drehten sich etwas überrascht zu mir um. Entschuldige bitte, dass ich dich unterbreche, aber ich bin etwas verwirrt. Ich dachte mir gerade, dass all die Dinge, von denen du da erzählst, die Hüte, die Tiere, die Fahrzeuge, das sind alles Dinge, die wir vor Ort erklären können. Vielleicht sollten wir uns auf die zwischenmenschlichen Interaktionen konzentrieren. Wie man sich begrüßt, wie man sich vorstellt, solche Sachen. Er denkt einen Augenblick lang nach. Ich meine, in seinem Blick Dankbarkeit zu erkennen. Ja, das scheint wirklich eine ausgezeichnete Idee zu sein. Sehr gut. Also, dann brauche ich einen Freiwilligen. Zu meiner großen Überraschung hob Huang Chu die Hand. Mathieu erstarrte. Kommt sie ihm etwa endlich entgegen? Das überrascht mich jetzt. Mathieu wirkte zwar etwas verloren, aber er winkte sie zu sich. Okay, sehr gut. Stell dich mal hier hin. Ja, genau so. Aha. Sagen wir mal, wir treffen uns zum ersten Mal. Ich bin Huang Chu Renfeng Wang, Anführerin der Absinthgarde. Wer sind Sie? Ja, genau so bitte. Genau so solltest du Menschen begrüßen. Ich konnte mir ein Lächeln nicht verkneifen. Mathieu verzog das Gesicht. Tja, also ich hatte gar nicht dran gedacht, aber allein die Namen. Eure Namen werden da, wo wir hingehen, eher ungewöhnlich oder ganz fremd wirken. Wir werden uns andere Namen für euch einfallen lassen müssen. Sagen wir mal, dass du, Huang Chu, Heidi heißt. Heidi, Heidi. Nur weil sie zwei Zöpfe hat und so ein bisschen bayerisch ausschaut. Vielleicht können wir ihr ja so einen Akzent beibringen. Ich lieb's. Wenn du dich vorstellst, sagst du deinen Vornamen und schüttelst deinem Gegenüber die Hand. Mathieu nahm Huang Chus Hand und schüttelte sie kurz. Die junge Frau zog ihre Hand reflexartig zurück und wich einen Schritt zurück. Was soll das denn? Fassen die Leute sich etwa alle an, wenn sie sich begrüßen? Ja.
Ursprünglich sollten so friedliche Absichten versichert werden. Um zu zeigen, dass du friedliche Absichten hast, schnappst du meine Hand. So kann ich dich vergewissern, dass ich unbewaffnet bin. Also die Argumentation verstehe ich jetzt gar nicht. Du gibst eine Hand, nicht zwei Hände. In der anderen Hand könntest du immer noch hinter dem Rücken eine Waffe verstecken. Oder in deinem Gürtel, oder aber in deinem Strumpfband oder in den Schuhen. Es gibt Möglichkeiten, Waffen zu verstecken, noch und nöcher. Nur weil du einem Menschen die Hand schüttelst, heißt das nicht, dass du unbewaffnet bist. Und dass ich dir traue, da ich nah genug an dich herankomme, um von dir geschlagen zu werden. Das könnte früher geschehen, als er denkt. Offenbar doch nicht. Huang Chu nickt nur. Sie war wohl überzeugt. Aber wie gesagt, das war ursprünglich so. Heute ist das nur noch ein Brauch. Im Allgemeinen wird niemand geschlagen und es ist auch niemand bewaffnet. Naja, also nicht wirklich niemand, aber bei Zivilisten wird das sehr schlecht angesehen. Das ist zwar nicht bei allen Kulturen der Erde so, aber wir sind nicht in den USA. Er schweift schon wieder vom Thema ab. Okay, verstanden. Es ist also nur höflich. Die Feng Wan näherte sich Mathieu erneut und nahm seine Hand. Guten Tag. Ich bin Heidi Ren Feng Wang, Anführerin der Absinthgarde. Wer sind Sie? Autsch. Das kann lange dauern, aber es wird bestimmt lustig. Huang Chu hält immer noch Mathieus Hand und wartet auf seine Antwort. Das ist schon besser. Nicht perfekt, aber besser. Vergiss erstmal deinen Nachnamen. Du bist nur Heidi. Habt ihr auf der Erde keinen Nachnamen? Doch, aber außerhalb von sehr förmlichen Anlässen verwenden wir sie kaum. Oh, und du musst auch nicht sagen, dass du die Anführerin der Absinthgarde bist. Auf der Erde weiß niemand, was die Garde ist. Ja, das ist offensichtlich. Ich bin es einfach so gewohnt, sorry. Ich hob erstaunt die Augenbrauen und drehte mich zu Koori um. Sie wirkte genauso überrascht wie ich. Huang Chu entschuldigt sich bei Mathieu? Das macht doch nichts. Ich bitte dich. Ich glaube, er hat sich unauffällig den Arm gekniffen, aber vielleicht habe ich mir das nur eingebildet. Und wo wir schon dabei sind, man bittet Leute meistens nicht darum, sich vorzustellen. Ich weiß nicht wirklich warum, aber du kannst mich stattdessen fragen, wie es mir geht. Ich frage jemanden, den ich nicht kenne, wie es ihm geht? Ja. Das ist etwas seltsam, aber das macht man halt so. Es ist wirklich eigenartig, all unsere Bräuche mal so zu sezieren. Da stellt man plötzlich einiges, das einem selbstverständlich erscheint, in Frage. Dinge, die wir schon früher gelernt haben, ohne je darüber nachzudenken. Es stimmt, dass es etwas komisch ist, den anderen aufzufordern, sich auch vorzustellen, aber warum? Keine Ahnung. Es ist einfach seltsam. Versuchen wir es noch einmal. Nur noch eins, bevor wir anfangen. Eigentlich sollte man die Hand des anderen nicht greifen, sondern nur die eigene ausstrecken. Und warten, bis der andere einschlägt, oder? Wenn alles gut geht, werde ich dir meine Hand auch entgegenstrecken. Das ist halt echt irgendwie voll doof. Aber ja, genau, richtig. Aber gerade so in Zeiten von Corona kriegt man dabei oft einen Korb. So, hi! Und dann so, nee, ich will nicht, wir haben Corona, lass mich. Ich glaube, dass die Kinder, die jetzt geboren werden, später gar keinen Handschlag mehr kennen können. Es wird alles anders. Aber es ist unhöflich, nach der Hand des anderen zu greifen, wenn er sie dir nicht anbietet. Gib mir deine Hand! Sorry. Das hast du aber vor einer Minute bei mir auch gemacht. Ja, um es dir zu zeigen. Ich wusste ja, dass du mir die Hand nicht entgegenstrecken würdest. Huang Chu stellte sich wieder gerade hin, machte einen Schritt vor und streckte die Hand aus. Mathieu schüttelte ihre Hand sehr kurz und förmlich. Und ganz wichtig, eines der ersten Dinge, die mein Vater mir damals beigebracht hat, ein kräftiger Händedruck.
Nicht einfach so wabbelig die Hand des anderen greifen, das ist eklig, das machen sehr viele Ärzte. Sondern richtig zugreifen, denn das ist auch schon so ein bisschen, das zeigt ein bisschen Selbstbewusstsein und weiß ich nicht. Das habe ich von meinem Papa damals so gelernt. Und heutzutage ist es sehr lustig, weil ich zum Beispiel in meinem alten Job, als ich noch viele Hände geschüttelt habe, regelmäßig mit Kommentaren bedacht wurde, die da so waren. Also, Frau Valkyria, für eine Frau haben Sie einen ganz schön festen Händedruck. Ich finde, ein fester Händedruck ist wichtig. Nicht so, dass du bei dem Gegenüber die Hand brichst, aber schon vernünftig. So. Guten Tag, ich heiße Heidi. Wie geht es Ihnen? Mathieu, mir geht es sehr gut, danke. Und Ihnen? Das war für Huang Chu etwas unerwartet. Sie dachte nicht, dass Mathieu sofort weitermachen würde. Heidi, mir geht es sehr gut, ich danke Ihnen. Oh Gott, ist das cringe. Mathieu lachte kurz nachsichtig. Entschuldige bitte, das war perfekt. Aber du musst deinen Namen nicht wiederholen. Da du zuerst mit deinem Namen geantwortet hast, dachte ich, dass das vielleicht ein anderer komischer Brauch ist. Ja, wir setzen immer unseren Namen an einen Satzanfang, wenn wir mit Menschen reden. Valkyria, es ist schön, dich zu treffen. Valkyria, wie geht es dir? Valkyria, danke für den Resub. Ha? Ich lieb's. Ich liebe ihre Denkweise. Nein, nein. Ich habe mich nur ebenfalls vorgestellt. Aber es war richtig zu improvisieren. Man kann manchmal Glück haben. Davon abgesehen war das sehr gut. Will noch jemand es versuchen? Nefra? Der Vampir stand auf, während Huang Chu zu ihrem Platz zurückkehrte. Ich brauche auch einen Decknamen. Ja, also ein Name, der mit N beginnt. Wie wär's mit Nico? Das ist sehr gängig. Sonst gibt es noch Noah. Das ist etwas moderner und es ähnelt deinem echten Namen mehr. Perfekt. Noah passt mir sehr gut. Noah? Ich weiß nicht, Noah passt irgendwie nicht zu ihm, aber na gut. Super. Und wenn wir schon dabei sind, könnt ihr anderen euch auch schon etwas entscheiden. Für Namen, also. Lance Laveton mit L habe ich für euch. Lukas. Lorenz. Lutz. Lutz. Lutz ist gut. Eher Lorenz für dich, Lance. Und Lukas oder Lutz für dich, Laveton. Lutz! Das passt besser zu eurem Alter, dem Aussehen nach zu urteilen. Lutz! Lutz! Was? Welcher 20-30-Jährige? Okay, gehen wir auf Mitte 30-40-Jährige. Heißt heutzutage noch Lutz. Hä? Ich meine, ja. Laveton und Lance haben beide schon ein etwas gediegeneres Alter. Aber man sieht es ihnen nicht an. Sie sehen ja nun wirklich aus wie, keine Ahnung, Ende 20, Anfang 30, I don't know. Aber sie sehen nicht aus wie ein Lutz. Bei Lutz stelle ich mir vor, einen bierbäuchigen, glatzköpfigen Mann. Mit Schnauzer. Das ist für mich ein Lutz. Lance stimmte mit einem kurzen Kopfnicken zu. Lukas, sehr gut. Wieso nicht? Mir ist alles recht. Perfekt. Huang Chu, du kannst bei Heidi bleiben, das passt schon. Ich sah Lance an. Lorenz? Daran muss ich mich erst gewöhnen. Ich kenne jedenfalls keinen anderen Drachen, der Lorenz heißt. Okay, bist du bereit, Noah? Wir treffen uns in einem beliebigen Kontext. Nefra ging auf Mathieu zu und reichte ihm die Hand.
Mathieu nahm seinen Handschlag an. Nefra wirkte wesentlich sicherer als Huang Chu. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Ich bin Noah, ein Freund von Mathieu. Er improvisiert mühelos. Er ist es gewohnt, sich für jemand anderes auszugeben. Das war perfekt. Ich habe nichts auszusetzen. Lance Laveton? Ist das für euch klar? Beide nickten. Das ist wirklich nicht so kompliziert. Super, na dann machen wir erstmal eine kleine Pause. Eine Wächterin hob sichtlich begeistert die Hand. Entschuldigung, ja? Haben Sie vielleicht eine Frage? Nicht wirklich eine Frage, aber darf ich es auch mal versuchen? Mathieu war etwas verdutzt. Dann zuckte er mit den Schultern. Naja, wieso nicht? Ich denke... Na los, kommen Sie her. Die Wächterin trat vor Mathieu. Sie schien den Unterricht wirklich sehr zu mögen. Sie streckte ihm eine zitternde Hand entgegen und sah ihn mit weit aufgerissenen Augen an. Oh, wie süß! Guten Tag, ich heiße Lutz. Wie geht es Ihnen, Mathieu? Ja, moin! Hallo, Lutz! Mathieu schüttelte ihr die Hand und gab sich Mühe, nicht zu lachen. Mir geht es sehr gut, Lutz. Ich danke Ihnen. Er schien sie nicht korrigieren zu wollen. Die junge Frau stieß einen begeisterten Schrei aus. Sie bedankte sich herzlich bei Mathieu und ging sichtlich aufgewühlt zu ihrem Platz zurück. Mit so einem Groupie-Gehabe stellt sie sich doch nur zur Schau. Wie lächerlich. Ich wette, die Hälfte der anwesenden Wächter ist nur hier, um Mathieu zu sehen. Seit den neuesten Ereignissen hatte sich das doch etwas gelegt. Aber diese Gelegenheit war wohl zu verlockend. Da stimme ich dir zu. Das ist lächerlich. Sie hätten bestimmt Besseres zu tun. Was soll man machen, wenn es sie doch glücklich macht? Sag mal, Koori, bist du vielleicht etwas neidisch? Sehe. Neidisch? Ich und neidisch? Oh, bitte hör auf. Bring mich nicht noch mehr zum Lachen. Mir tun schon die Rippen weh. Ich verkniff mir ein schelmisches Lächeln. Ich denke, sie macht sich etwas vor. Wie auch immer, das geht mich wirklich nichts an. Ich bin aus einem ganz bestimmten Grund hier. Entschuldige, meine Liebe, aber ich muss bei den Herrschaften hier Maß nehmen. Oh, ich bitte dich, geh nur. Ich werde so lange diese dummen Gans die Leviten lesen. Koori stand auf. Ihre 7 Schwänze zuckten vor Anspannung hin und her. Ich habe irgendwie das Gefühl, da ist eine gewisse Spannung zwischen Koori und Mathieu. Kann das sein? Kann es sein, dass sie so ein bisschen auf Mathieu steht? Oder bilde ich mir das ein? Das nimmt sie wirklich viel zu ernst. Auch ich stand auf und ging zu den anderen. Als ich bei ihnen ankam, holte ich das Maßband hervor, das Periri mir mitgegeben hatte. Guten Tag, ich heiße Valkyria und ich nehme jetzt ihre Maße. Mein Scherz brachte alle zum Lachen. Die Stimmung schien gut zu sein. Periri braucht eure Maße für unsere Tarnkleidung. Und? Läuft bei euch alles gut? Seid ihr bereit, auf die andere Seite des Spiegels zu treten? Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, aber Mathieus Ratschläge werden uns helfen, schwere Fehler zu vermeiden. Wie den, sich als Gartenanführerin vorzustellen in einer Welt, in der es keine Garten gibt. Huang Chu gibt sich wirklich Mühe. Vielleicht ihrer Schwester zuliebe? Oder vielleicht, weil sie weiß, dass ihr Leben davon abhängen könnte. Wie dem auch sei, ich finde das sehr erfrischend. Keine Sorge, solche Ausrutscher sind ganz normal. Infiltrationsmissionen können einen wirklich aus der Bahn werfen. Wenn man nicht daran gewöhnt ist. Besonders, wenn man eine völlig fremde Kultur infiltrieren will. Reflexe, die man sich über Jahre angeeignet hat, zu verlernen, ist schwer. Ich bin sicher, vor Ort wird alles gut gehen. Wir werden ja sowieso ständig zusammenbleiben. Wir müssen wahrscheinlich niemanden ansprechen. Es reicht, wenn wir Mathieu und Valkyria reden lassen. Sie werden aber auch nicht ganz in ihrem Element sein. Sie sind beide nicht mehr ganz normale Durchschnittsbürger ihres Landes. Ja, gut. Hat er schon recht mit.
Mathieu wurde bestimmt schon vor über einem Jahr als vermisst gemeldet. Und von der Existenz von Valkyria verbleibt keine Spur auf der Erde. Nefra und Leifton sahen beide weg. Es ist zum Teil ihre Schuld, dass mich alle vergessen haben. Du irrst dich, Auserwählter. Nicht alle haben dich vergessen. Was zum... Habe ich mir das eingebildet, oder? Das stimmt, Leifton. Mathieu wird sich unauffällig verhalten müssen. Ich weiß wirklich nicht, ob alle nach mir suchen. Zumal ich nicht genau weiß, wo wir hingehen werden. Wir müssen so wenig Risiken eingehen wie möglich. Valkyria, du musst wahrscheinlich, soweit es geht, das Reden übernehmen. Stimmt, das dürfte kein Problem sein. Okay, aber jetzt muss ich wirklich eure Maße nehmen. Ja, entschuldige bitte. Wir waren ganz bei unserem Ding. Was? Bei welchem Ding? Bei was? Hat Periri dir erklärt, wie das geht? Ich hole mein Notizblatt heraus. Ja, ich habe alles hier. Gut, wer will anfangen? Ich darf euch alle anfassen in euren intimsten Bereichen des Körpers. Nefra, Leifton und Mathieu waren plötzlich zutiefst vom Gras fasziniert. Alle meiden den Augenkontakt und keiner scheint mir behilflich sein zu wollen. Lance schien sich gerade melden zu wollen, als Huang Chu vortrat. Fang mit mir an, damit die Jungs Zeit haben, sich mit der Idee anzufreunden. Es war gar nicht so schwer, wie ich befürchtet hatte. Huang Chu half mir, indem sie mir Ratschläge zuflüsterte. Sie kannte sich damit viel besser aus, als ich dachte. Naja, sie war ja mehr oder weniger eine Prinzessin. Nachdem ich ihre Maße sorgfältig notiert hatte, wandte ich mich den Jungs zu. Nefra willigte ein, nach der Feng Wang als nächster dran zu kommen. Er gab sein Bestes, es mir so leicht wie möglich zu machen, und ging auf jede meiner Anforderungen ein. Er hielt ganz still, während ich seine Taille und seine Schultern vermaß. Ein schmales Lächeln zeichnete sich auf seinem Gesicht ab, als ich seinen Brustumfang vermaß. Er war sofort wieder in seiner Rolle des Verführers. Natürlich, was sonst? Aber er ließ mich tun, was ich zu tun hatte, ohne einen Kommentar abzugeben. Na dann, nur noch drei. Wer ist der Nächste? Mathieu trat etwas schüchtern vor. Der Welpe. Süß. Er kam unbeholfen und mit ausgestreckten Armen auf mich zu. Ich kann mir das richtig gut vorstellen und dann wahrscheinlich noch so mit so einem Wackeldackelgang. Richtig süß. Er war sichtlich nicht davon begeistert, dass ich ihn anfassen und vermessen musste. Er wirkte nervös, als ich seine Taille maß. Solange sich unterhalb nichts regt, ist doch alles in Ordnung, Mathieu, oder? Komischerweise machte mich das nun auch verlegen. Ich hatte den Eindruck, etwas Unangebrachtes zu tun. Zum Glück war es schnell vorbei. Ob das bei Mathieu wohl immer so ist? Wir machen etwas Unangebrachtes und dann ist es schnell vorbei. Entschuldigung. Na, seht ihr? Läuft doch ganz gut. So, wer kommt nun dran? Nur Mut, es ist bald vorbei. Leifton bot sich als Nächster an. Er kam mit einem etwas unsicheren Lächeln auf mich zu. Mir war bewusst, dass ihm diese Sache unangenehm war. Ich würde dabei genau spüren, was er empfand. Nein. Sein Blick blieb am Horizont hängen. Ich spürte, wie er seinen Geist leerte. Ich gab mir Mühe, dasselbe zu tun. Ich konnte seine Maße nehmen, ohne abgelenkt zu werden oder ihn abzulenken.
Es blieb nur noch eine Person, deren Maße ich noch nicht hatte. Ich wende mich ihm zu und hoffe, dass man mir meine Gefühle nicht ansieht. Ich möchte nicht, dass die anderen etwas von meiner Aufregung merken. Sei einfach ganz natürlich. Alles wird gut gehen. Die interessieren sich doch gar nicht wirklich für euch. Tatsächlich sind sie in eine Unterhaltung vertieft und machen Pläne fürs Mittagessen. Dabei entfernen sie sich bereits, ohne es zu merken. Ich nähere mich Lance mit dem Maßband. Es zittert leicht in meiner Hand.